Schnell mal einen Text überfliegen, im Unterricht mitschreiben oder der Freundin kurz auf ihre Nachricht antworten. Das, was für viele selbstverständlich ist, ist für Leute, die Legasthenie haben, oft ein ganz schöner Struggle. Sie haben nämlich teilweise wirklich krasse Schwierigkeiten beim Lesen und auch beim Schreiben. Aber was genau ist Legasthenie eigentlich? Und was kann man dagegen tun? Unter meinem Video zum Thema Dyskalkulie haben super viele von euch kommentiert, dass ich auch mal ein Video zu Legasthenie machen soll. Well, here you go. Legasthenie, auch Leserechtschreibstörung, kurz LRS genannt, gehört genauso wie Dyskalkulie zu den sogenannten spezifischen Lernstörungen. Circa 4-7% von uns sind betroffen. Das heißt, in jeder Schulklasse sitzt durchschnittlich mindestens eine Person, die LRS hat. Jungen sind dabei 2-3 Mal häufiger betroffen als Mädchen. LRS zeigt sich meistens zum ersten Mal, wenn man in die Schule kommt und begleitet einen dann häufig das ganze Leben. Es gibt die weit verbreitete Annahme, dass LRS sich auswächst, also wenn man älter wird und in die Pubertät kommt, die Symptome von alleine weniger werden oder sogar komplett weggehen. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Langzeitstudien, die LegasthenikerInnen aber über viele, viele Jahre begleitet haben, zeigen, dass das Quatsch ist. Aber nur weil LRS sich nicht auswächst, bedeutet das natürlich trotzdem nicht, dass Betroffene keine Fortschritte machen, also zum Beispiel in der 10. Klasse immer noch die gleichen Fehler wie in der Grundschule machen. Was LegasthenikerInnen helfen kann, dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was Legasthenie für Betroffene überhaupt genau bedeutet. Erstmal ganz wichtig, die Schwierigkeiten beim Lesen und beim Schreiben können bei Betroffenen ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es gibt LegasthenikerInnen, die nur verhältnismäßig leichte Schwierigkeiten haben, also zwar irgendwie ganz viele Rechtschreibfehler machen und auch ein bisschen länger zum Lesen brauchen, jetzt aber nicht so krasse Schwierigkeiten haben. Es gibt aber auch Betroffene wie zum Beispiel Sina aus der Reportage von TruDoku, die ziemlich starke Symptome hat und teilweise eine ganze Stunde gebraucht hat, um nur einen einzigen Satz zu lesen und zu verstehen. Ich hatte immer alles rot unterstrichen, habe gar nicht verstanden, warum das so ist. Und wollte dann auch konsequent mit meiner Mama zusammen üben, aber jeweils einen Satz zu lesen hat bei mir manchmal eine Stunde gedauert. So ganz grundsätzlich kann man sagen, dass LegasthenikerInnen Schwierigkeiten dabei haben, so gesprochene Sprache in geschriebene Sprache zu übersetzen und umgekehrt. Wie sich das genau äußert, das schauen wir uns jetzt mal mit Hilfe von diesem kurzen Beispieltext an. Benny und Pia sitzen draußen vor dem Psychologiestudio in der Sonne, trinken Kaffee und essen Apfelkuchen. Pia hat den Apfelkuchen, zum Glück ohne einen Stromschlag von dem Mixer zu bekommen, am Wochenende gebacken und freut sich, dass er Benny so gut schmeckt. Die meisten von euch haben wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, diesen Text zu lesen, zu verstehen und könnten ihn auch easy, so wie ich, gerade vorlesen. Bei LegasthenikerInnen sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Erstmal brauchen sie im Durchschnitt länger, um den Text zu lesen. Nachdem sie mit dem Text dann durch sind, haben sie außerdem häufig Schwierigkeiten, wiederzugeben, was sie da gerade gelesen haben und die Zusammenhänge aus dem Gelesenen zu erkennen. Sie wissen vielleicht noch, dass es um mich, um Benny geht und es auch irgendwie Apfelkuchen eine Rolle spielt, kriegen dann aber den Inhalt und den Zusammenhang des Textes nicht mehr zu 100% zusammen. Sina beschreibt das so. Die Wörter sind halt so beim Legastheniker, dass die halt springen in deinem Kopf. Also beim Lesen verwechseln sich halt die Buchstaben, die haben halt eine andere Reihenfolge. Viele Betroffene haben beim Vorlesen Startschwierigkeiten, müssen sich also erstmal so einlesen, zögern zwischen den einzelnen Wörtern und Sätzen und oder verlieren auch oft die Zeile im Text, wissen also nicht mehr, wo sie gerade waren. Sina hat es so für sich gelöst, dass sie beim Lesen immer ein Lineal verwendet. Dann fange ich halt erstmal hier oben an. Sehe halt das Wort offensichtlich, guck halt, was es bedeutet und probiere dann halt im nächsten Verlauf dann erstmal weiter runter zu gehen. Und guck mir auch immer erst ein Wort an, beziehungsweise dann einen Satz. Außerdem passiert es öfter, dass sie beim Vorlesen ganze Wörter oder Teile vom Wort auslassen, verdrehen oder auch hinzufügen. Also zum Beispiel lesen sie dann am gebacken Wochenende anstatt am Wochenende gebacken vor. Und auch schon beim Aufsagen des Alphabets und beim Benennen von den einzelnen Buchstaben können Betroffene Probleme haben. Nicht nur das Lesen und Vorlesen stellt eine Herausforderung für LegasthenikerInnen dar, auch beim Schreiben machen sie Fehler. Beim Aufschreiben von unserem Beispieltext machen sie zum Beispiel häufig Fehler bei der Zeichensetzung, bei der Rechtschreibung und auch bei der Grammatik. Betroffene schreiben häufig nach Gehör und es kann auch vorkommen, dass sie dasselbe Wort, also zum Beispiel Apfelkuchen, was ja in unserem Text 2-mal vorkommt,
dann auch zweimal unterschiedlich falsch schreiben. Außerdem verwechseln betroffene Buchstaben häufig B und D und P und Q, also Buchstaben, die sich ähnlich sehen, und machen Fehler bei der Reihenfolge der Buchstaben im Wort. Sie vertauschen also zum Beispiel den Buchstaben H mit dem Buchstaben C in Wochenende. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es mega frustrierend und auch voll belastend für Betroffene ist, wenn sie so super, super viel für einen Test oder eine Klausur gelernt haben und sie das Ganze dann trotzdem komplett rot unterstrichen zurückbekommen. Nicht nur wirken sich die ganzen Rechtschreibfehler häufig negativ auf die Note aus, auch die Tatsache, dass sie länger zum Lesen der Aufgabe und dann auch zum Schreiben brauchen, führt dazu, dass sie eine schlechtere Note bekommen, auch wenn sie eigentlich genauso viel wie die MitschülerInnen gewusst haben. Und auch Vorlesen ist für viele Betroffene die Hölle, weil sie sich dann vor den anderen in der Klasse bloßgestellt fühlen. Sina hat damals so sehr an sich gezweifelt, dass sie Suizidgedanken hatte, und erst als sie dann auf eine Förderschule gewechselt hat, ging es ihr besser und sie hat erkannt, hey, ich bin ja gar nicht doof. Heute kennt sie ihre Stärken und holt sogar ihr Abitur nach. Die ganze Reportage von Sina verlinke ich euch hinten in der Endcard. Für die Diagnose LRS müssen die folgenden Kriterien zutreffen. Für das Alter unterdurchschnittliche Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, die zu deutlichen Einschränkungen in der Schule, dem Beruf und/oder dem Alltag führen. Die Schwierigkeiten können nicht durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder andere psychische und neurologische Störungen erklärt werden. Die Probleme beginnen, wenn man in die Schule kommt. Die Schwierigkeiten kommen nicht durch äußere Umstände wie schlechter Unterricht oder lange Fehlzeiten zustande. Und die Beeinträchtigung kommt nicht daher, dass Betroffene schlecht sehen oder hören. Bei der Diagnosestellung werden dann verschiedene Gespräche geführt, unter anderem um herauszufinden, seit wann die Schwierigkeiten bestehen. Außerdem werden verschiedene Tests gemacht, um die allgemeine Intelligenz zu messen und natürlich auch, um die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu erfassen. Wenn man nur in einem Bereich, also nur beim Lesen oder halt nur beim Schreiben, diese Schwierigkeiten hat, dann nennt man das auch isolierte Lesestörung bzw. isolierte Rechtschreibstörung. Bei einer LRS liegt dann halt beides vor. Die Ursachen von LRS sind noch nicht zu 100% geklärt. Was man bisher weiß, ist, dass LRS zu einem gewissen Teil vererbt wird, unsere Gene also eine Rolle spielen. Das bestätigen Zwillings- und Familienstudien. Wenn jemand in der Familie Legasthenie hat, dann besteht nämlich ein 4- bis 8-fach höheres Risiko, auch LRS zu bekommen, als wenn die Lernstörung nicht in der Familie auftritt. In Studien, die sich angeschaut haben, wie Legasthenie sich so in der Kindheit entwickelt, wurde außerdem festgestellt, dass die sogenannte phonologische Bewusstheit bei Betroffenen schon ziemlich früh beeinträchtigt ist. Das heißt, betroffene Kinder haben unter anderem schon Schwierigkeiten zu verstehen, dass Wörter aus einzelnen Lauten bestehen. Das zeigt sich oft schon im Kindergarten, wenn sie zum Beispiel Probleme bei verschiedenen Reimen oder auch beim Silbenklatschen haben. Außerdem hat man in Studien, in denen LegasthenikerInnen im Hirnscanner untersucht wurden, Unterschiede an verschiedenen Stellen der Sprach- und Lesenetzwerke hier auf der linken Hälfte des Gehirns gefunden. Die einzelnen Bereiche sind bei Betroffenen nicht so gut miteinander vernetzt und auch die Aktivierung der Bereiche ist so untypisch. Wenn man LegasthenikerInnen nämlich im Hirnscanner zum Beispiel den Text lesen lässt, dann sieht man, dass ihr Gehirn an der einen Stelle stärker und an der anderen Stelle schwächer aktiviert ist als bei Nicht-LegasthenikerInnen. Aber wie gesagt, hier besteht wirklich noch viel Forschungsbedarf. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, gegen LRS gibt es keine Medikamente. Da hilft tatsächlich nur, sich professionelle Hilfe zu suchen und vor allem an den Schwierigkeiten zu arbeiten. Es gibt sogar TherapeutInnen, die sich auf Lernstörungen wie LRS spezialisiert haben. Schaut da mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch eine Art Suchmaschine für LerntherapeutInnen in Deutschland verlinkt. Die Übungen werden dann ganz individuell an die Schwierigkeiten und aber auch an die Fähigkeiten angepasst. Und auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depression, ADHS, Angststörung oder Dyskalkulie, die so häufig begleitend zu LRS auftreten, können im Rahmen der Therapie dann behandelt werden. Um der Belastung durch LRS in der Schule entgegenzuwirken, gibt es den sogenannten Nachteilsausgleich. Den kann man an vielen Schulen, aber auch zum Beispiel an Unis stellen, wenn man LRS hat. Durch den Nachteilsausgleich bekommt man dann mehr Zeit zum Bearbeiten der Aufgaben, man bekommt Hilfen wie zum Beispiel ein Wörterbuch oder sogar einen Computer mit einem Rechtschreibprogramm bei Prüfungen zur Verfügung gestellt und man hat die Möglichkeit, dass einem die Aufgabenstellungen sogar vorgelesen werden. Außerdem wird Rechtschreibung in Deutsch und auch in Fremdsprachen gar nicht oder nur bedingt gewertet und die mündliche Leistung wird stärker gewichtet als die schriftliche. Wenn man Legasthenie hat, dann begegnet man ziemlich vielen Herausforderungen, die einen an sich selbst zweifeln lassen.
Aber wie Sina so schön in der Doku sagt, ihr seid nicht doof. Tauscht euch mit anderen LegasthenikerInnen über Erfahrungen und Strategien aus, konzentriert euch auf eure Stärken und setzt euch Ziele, die euch motivieren, weiterzumachen. Ihr werdet merken, Abi, Studium, Traumberuf, alles ist möglich mit LRS. Ihr schafft das. Und falls es euch psychisch gerade nicht gut geht oder ihr einfach nur mal jemanden zum Reden braucht, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr Kontaktdaten zu verschiedenen Beratungsstellen. Ihr seid auf gar keinen Fall alleine. Wie ist es denn bei euch? Kennt ihr jemanden, der LRS hat oder seid ihr vielleicht selbst betroffen? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit Legasthenie mit uns in den Kommentaren teilt. Ansonsten wollte ich mich nochmal so von Herzen für euer wirklich super, super tolles und positives Feedback zu dem Video von Die Frage bedanken. Ich zeige mich in diesem Video sehr privat und vor allem auch sehr verletzlich. Und klar habe ich kurz gedacht, boah ey, scheiße, jetzt heulst du hier vor zigtausenden Menschen. Aber mir war es einfach so wichtig, euch mit diesem Video zu zeigen, hey, wir alle haben ein Päckchen zu tragen. Bei mir ist es die panische Angst vor Nadeln und Spritzen. Bei euch sind es vielleicht die Verlustängste, eine Essstörung oder eine Depression. Aber das ist halt überhaupt nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. In diesem Sinne, ich finde es mega, mega schön, dass ihr alle da seid. Fühlt euch virtuell von mir gedrückt und bis nächste Woche. Hier kommt jetzt einmal zu dem Video über Sina. Sina hat wegen ihrer Legasthenie früher super viel an sich selbst gezweifelt, aber jetzt zeigt sie es allen. Sie holt gerade ihr Abitur nach und erzählt in der Doku sehr eindrücklich ihre Geschichte. Wir alle haben mal Angst, aber wie viel Angst ist eigentlich normal? Ab wann spricht man von einer Angststörung und was hilft dagegen? Antworten gibt's in meinem letzten Video.